Natürlich freut man sich umso mehr, hier einen Punkt mitzunehmen. Also das Punkt, aber unentschieden gespielt haben. Wir wussten vornherein, dass uns was erwarten wird. Zwei Klassen höher, das ist natürlich auch ein gutes Training für uns. Intensives Spiel. Erste Halbzeit haben wir uns noch so ein bisschen versteckt, ein bisschen auch Respekt gezeigt gegenüber dem Gegner. Aber das zweite Hälfte haben wir das wirklich exzellent gemacht. Ball schnell laufen lassen, phasenweise. Musste jetzt nicht zwei Klassen Unterschied gewesen sein, sondern die Jungs haben das wirklich bärenstark gemacht. Wenn wir die Chance noch nutzen, führen wir 5-2. Hätte sich auch Rot-Weiß nicht beschweren dürfen. Wir haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch wirklich einen Respekt abgelegt, zweite Hälfte. Viel gelaufen, viel für die anderen. Wirklich, man kann mal sehr, sehr zufrieden sein als Trainer. Also ich glaube eher der Respekt, weil fußballerisch können wir es. Natürlich merkt man zwei Klassen höher, da ist das Tempo natürlich, man muss natürlich uns an das Tempo gewöhnen. Das hatten wir auch vor drei Wochen gegen Karlbach. Auch die ersten 15 Minuten sehr respektvoll umgegangen. Ein bisschen auch ängstlich, genau. Nicht das, was wir wollen, sondern mehr Zutrauen einfach. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die muss natürlich immer noch viel lernen. Aber ich glaube, es lag ein bisschen Respekt gezeigt. Nicht das zugetraut, was man sich einfach, was wir im Training immer wieder üben, auch in den Spielen davor gemacht haben, gegen etwas schwächere Gegner, dass man dann einfach mal sieht, versucht doch mal das durchzuspielen, was wir wollen. Und zweite Hälfte war das einfach, kann man einfach sagen, eine perfekte zweite Hälfte. Und natürlich am Ende ein bisschen die Kräfte gefehlt, das ist normal. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn man dann so ein Tor kassiert. Aber wenn man das ganze Spiel sieht, haben wir einen Elfmeter kassiert. Vielleicht hätten wir auch noch einen kriegen müssen. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Also wer mich kennt als Trainer, ich war ja immer im Jugendbereich. Ich will natürlich immer oben mitspielen. Aber wir gucken einfach. Wir haben die Qualität. Wir müssen natürlich gucken, es ist eine sehr, sehr schwierige Liga. Ausgeglichene Liga, jeder kann jeden schlagen. Wir müssen natürlich auch immer gut reinkommen. Das ist immer so ein Saisonstart. Natürlich auch, wie die Stimmung dann ist. Momentan ist sie super. Und wir schauen von Spiel zu Spiel. Ich vertraue meiner Mannschaft, sie haben unser Vertrauen und wir geben einfach Gas. Wir wollen schön attraktiven Fußball spielen.